Hey, hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, ich hatte gerade noch ein Brot, schnell. Ich hatte Hunger, wie verrückt. Ja, da hinten, das da, ist meine Projektmappe, weil heute gibt es ein kleines Update zu meinem zukünftigen Zimmerprojekt. Ja, gut. Erstmal dieses Update und ich muss mal ganz kurz was erledigen. Ich habe so trockene Lippen, das ist unglaublich, diese... Da haben wir echt gute Luftfeuchtigkeit. Komisch. Naja, egal. Ja, also. Ja, Update. Update. Also, ich habe eine Farbe. Ich habe jetzt endlich eine Farbe für das Zimmer. Und ich habe sowas wie, ich habe eine Lampe, also ich bin da schon sehr, ich bin schon sehr viel weiter. Gut, wartet mal ganz kurz, ich muss was holen, ich habe was vergessen. So, entschuldigt, Vorbereitung ist eigentlich das A und O, aber ich war ein bisschen, ja. Also, zum Thema Zimmerprojekt habe ich mit meiner Tante gesprochen. Und die war dann so nett und hat mir hier Farbmuster gebracht, so in ganz vielen verschiedenen Formen, Varianten. Zum einen hier so Bücher. Also klar war schon mal, dass ich meine Zimmerwand entweder in lila oder in rosa streichen möchte. Oder hier sowas. Wirklich praktisch. Das nennt sich eine... Also mein Vater hat sowas ähnliches. Und bei ihm nennt sich das dann eine HKS. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging, aber auf jeden Fall hieß es HKS. Ja, und dann habe ich mit langem Überlegen, habe ich es dann auch für mich, ich habe es zusammengeknittert, habe ich es für mich auf drei Farben runterbrechen können. So, jetzt. Nämlich, jetzt kann ich euch mit meiner Hand vernehmen. Schon echt ganz wenig Platz da. Ich kann es euch auch gleich einfach direkt zeigen. So. Es war nämlich dann wie folgt. Ich habe, anfangs wollte ich ja entweder die Wand wollte ich in lila streichen und dann einen rosa Teppich reinstun. Aber da hat dann meine Oma, die gerade in der Reha ist und deswegen viel Zeit hatte für mich. Und ja, die war dazwischen in so einer Kurzzeitpflege und da hatte sie Zeit und da haben wir da viel drüber geredet. Da hat sie gesagt, das Rosa, ein rosa Teppich wird halt unglaublich schnell dreckig. Also kam rosa Teppich nicht mehr in Frage. Jetzt wartet mal schnell. So. Und so habe ich dann mich auf eine rosa Wandfarbe dann. Und dann war die Frage, also entweder die hier. Okay, ich glaube, das kann ich mir schenken, weil das sieht man, glaube ich, so auf der Kamera gar nicht. Oder die hier. Ja, sieht alles irgendwie gleich aus, gerade so, ehrlich gesagt. Aber ich zeige es euch trotzdem. Oder die hier. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Naja. Oder halt von Alpine, was sehr war, dann die da. Die war auch sehr lange in der näheren Ding. Oder halt eine von denen beiden. Ja. Und dann war es so, dass ich. Das ist bei uns der Eierbauer. Der liefert die Eier vor die an die Tür. Das ist wirklich Luxus. Ja, und dann bin ich mit meinem Papa nochmal losgezogen, weil ich dann einfach nochmal eine nähere Definition haben wollte und mal schauen, wie die Farben so in echt rüberkommen. Und dann habe ich auf jeden Fall mir die, habe ich mir dann von dem, haben mir dann die, also von dem einen Variante der Farben, haben mir die hier am besten gefallen. Man sieht echt gar keinen Unterschied. Also, das ist echt doof. ja. Entschuldigt. Ja, und dann habe ich eben die Döschen von dem hier noch geholt. Ihr wisst schon, die schon am Anfang waren. Und ja, auf jeden Fall
Schließlich und endlich, nach langem Hin und Her, 3 Monate gefühlte Überlegung, wird meine Decke in dieser Farbe hier gestrichen. In einem wunderschönen, dezenten Kristallrosa. Ja, und da habe ich ja jetzt so ein, und besser gesagt, da wird dann ein Probestrich erstmal gemacht. Na, guckt mal, wie das rüberkommt und ja. Hier steht echt nichts mehr dran. Also ich hoffe, die hält sich bis zum Streichdatum, aber ich glaube, ein Jahr müsste so eine Farbe schon halten. Ich hoffe es. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Farbe für mein Zimmer. Und dann vor ein paar Tagen, gar nicht so lange her, war ich erneut bei Bauhaus. Also da kriege ich echt das Zeug gerade her. Und habe meine Deckenlampe geholt. Das wird dann meine Deckenlampe. Das ist eine mit einem integrierten Lautsprecher. Das war mir irgendwie wichtig. Ich wollte einfach, dass ich dann Musik auch über die hören kann, weil hier habe ich meinen Panda. Dann im Schlafzimmer habe ich noch meine Stereoanlage. Und ja, dann hätte ich keine Möglichkeit, da Musik zu hören. Und deswegen dachte ich mir, wenn, dann mache ich das auf jeden Fall so, dass ich die dann dort höre. Also, dass ich die dann darüber hören kann. Ja, das sind so die 2 Sachen, die jetzt schon mal sicher sind. Also die Farbe und halt die Lampe. Alles andere ist noch relativ in der Schwebe, aber ich habe eine Weile lang überlegt, ob ich bei Möbelblock mir einen bestimmten, ob ich mir da eine bestimmte Ding hole, aber das hat sich dann auch wieder erledigt. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Schrank. Entschuldigt. Also, ich habe da noch ein Prospekt mitgenommen, so bei Bauhaus, wo es so Wohnideen gibt und sowas. Und wo man so ein bisschen sich Inspiration holen kann und muss sagen, das hier gefällt mir so optisch sehr gut. Also sowas in dieser Art. Und ich überlege, ob ich dann das so mache, weil das wird ja dann wirklich mein Aufenthaltszimmer, also sowas wie ein Wohnzimmer, wo ich dann halt die ganze Zeit mit kleinen Leo bin. Und ja. Dann, was ich auch noch, wo auch noch eine Überlegung von mir ist, ist, ob ich bei Leo die Schüssel unten wechsle. Also, wo er jetzt drin sitzt und so und seine, ja. Also, es geht doch nicht, aber die Schüssel. Also, das könnte, ja, gut, habe ich noch nicht mit ihm besprochen. Das müsste erst noch mit ihm abgeklärt werden. Und ich muss noch abmessen, ob es passt. Aber könnte sein, dass ich ihm vielleicht eine neue Schüssel zukommen lasse, weil die alte doch so ein bisschen dreckig langsam wird. Und ich weiß nicht, vielleicht, und weil das Grün halt so schlecht zum Rosa und zum Lila passt, das könnte auch noch ein Grund sein, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht hole ich aber auch nur so einen riesen Dinger, wo man drum klappen kann, damit es einfach nicht so extrem offensichtlich grün ist. Aber das ist alles dann noch Zukunftsmusik. Das interessiert auch Leo jetzt im Moment gerade überhaupt nicht, zu meinem Glück. Ja, das einzige andere, was ich mir noch vorstellen könnte, ist es, dass es das Puderrosa, das Elegante, vielleicht, dass ich so vielleicht noch so eine Bordüre mache, so eine ganz schmale mit dem Puderrosa. Also nicht so viel, aber so einfach ein Strich an die Wand. So. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber das ist, weil das Schwierige ist, in dem Zimmer ist eine, so wie hier halt auch eine extreme Schräge. Und Schrägen, die eignen sich nicht unbedingt so für dunkle Farben, weil das kann einen sonst optisch erdrücken. Ja, gut. Normalerweise würde ich jetzt meinen Opa um Rat fragen, aber das geht ja jetzt leider nicht mehr. Gut, ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt und was ihr so für, also was bei euch noch so für Ideen sind, was man so machen kann, damit man, also ich brauche einen Schreibtisch. Und im Moment ist mein Stand, ich muss ihn selber bauen. Und ja, da fällt mir gerade noch so
so ein bisschen die Ideen. Also falls jemand Ideen hat, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Und ja, schreibt mir auch gerne, wenn ihr auch sonst irgendwas habt, in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.friedmeidoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.